Wir haben drei Fertigkeiten, und zwar im medizinischen Bereich, im technologischen Bereich und der Sicherheit. Jeder hat seine speziellen Fähigkeiten, wo man nachher ändern kann, wo es dementsprechend Sachen gibt. Das Gute daran ist, man kann auch seine Fähigkeiten nachher wieder umändern. Man kann vorerst nur eine tragen. Ab Level 5 kann man dann die zweite mit dazu nehmen. Und bei 2 bleibt es dann auch. Aber wie gesagt, man kann sich immer wieder umbestimmen und sagen, ich nehme das eine raus, nehme das andere wieder rein. Ich werde für die Fähigkeit Nummer 1 werde ich den medizinischen Bereich auswählen. Ich hoffe, ihr habt das nicht auch alle. Ich bin Draufgänger. Genau, Granate. Ich habe den Technologiebereich genommen. Wir beten jetzt erstmal eine Runde. Oh Gott. Moment. Beten. Kevin, könntest du dich bitte Richtung Mekka stellen und mitbeten, ja? Ja, wo ist denn das? Ah. Und nicht klatschen. Ergeben. Hilfe. Kapitulieren musst du machen. Ah. Ist übrigens erstaunlich. Guckt euch mal, wie ich meine Handfeuerwaffe halte. Die liegt nur in meiner Handfläche drin. Ja, bei mir auch. Magnet. Stimmt. Ich sehe eine unsichtbare Wand vor mir. Die ist gut austariert, die liegt in deiner Kuhle, in deinem... Die liegt nur in der Handfläche, ja. Ja gut, meine hebt es fest, aber wie man es auch richtig machen sollte, der Finger ist nicht der Abzug, sondern gerade angelegt. So. So, ja, dann würde ich mal sagen, wir sind alle ballert da. Eure Munition und wir spielen einfach mal einen Ticken weiter. Genau. Ja, sind immer so nette Nebenspielereien. Zumindest hat's geklappt alles. Ich hab auf unseren Geschoss aus. Ich hab gedacht, es sind beides Gegner. Ja, das wird. Das Schöne ist, man kann niemandem irgendwas wegnehmen. Jeder hat seinen eigenen Kram. Das ist wie bei Destiny, jeder hat wirklich sein eigenes Loot-Verfahren, seinen eigenen Loot. Ja. Das finde ich in der Hinsicht auch recht gut. Und das Gute ist dann auch, wenn einer von meinem Team jemanden töten sollte, kriegen alle die Erfahrungspunkte und es wird auch Loot für die anderen fallen gelassen. Ja, auf jeden Fall. Und das Schöne ist, man hat dadurch, dass relativ lange Anfangs-Ladebildschirme sind, im Spiel selber keine Ladungszeiten. Oder Ladezeiten. Ja, ab und zu vorher. Ja, aber nicht viel. So, die ersten Gegner. Sehr schön. So, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man das Spiel auch nur zu viert spielen kann. Ja. Weil der gute Dani würde das Spiel nämlich auch gerne mitspielen. Er hat es ja schon angekündigt in der Beta. Der Levin hat sich besonders schon sich das Spiel zu holen. Also genau das war ja eigentlich der erste, dass ich es überhaupt gestellt hatte. Er hat es überhaupt abgestellt. Jetzt ist mal gerade ein Tick drin. Kann man einer den Typen mal gerade wegschießen? Weil ich Problem. Au. Okay. Kevin, okay. So, ja. Macht er dann wieder? Ich stand ja in dem LKW, der Typ stand vor mir. Werben, tu doch. Ah! Ich hab dem gerade die Waffe in die Nüsse gehauen. Ja gut, sein Problem. Ja, auf jeden Fall, der Levin hat sich das Spiel ja dann auch geholt, somit sind wir ja dann wieder zu fünft. Das Spiel ist leider bloß für 4 ausgelegt. Macht das Radio kaputt. Ah, da hinten Kiste mit Zeug. Probleme mit der GEMA. Zeug. Das ist ernsthaft kaputt. Natürlich, ich hab drauf geschossen. Da hinten gibt es noch eine Kiste mit Krust. Ruhe. Bei den Koffern, die da rumstehen. Koffer! Was hängt dein Koffer? Was hängt dein Koffer? Oh. Ja, und da Dani. Hey, du Glitscher! Tommy glitscht! Barbaren Dave, was da? Der rutscht auf seinen Knien durch die Knie. Bei mir rein nicht ganz normal. Vorhin nicht schon mal. Ja. Der Dani hat leider das Spiel noch nicht. Da ist sein Lieferant irgendwie. Nee, dass ich so wirklich gebacken bekomme. Ja, irgendwie haben beide es aber nicht gebacken bekommen, muss ich sagen. Deswegen wird der Dani das erst nächste Woche haben und wir haben dann gesagt, wir fangen auf jeden Fall mal an. Ja. Und gewisserweise wird der Levin auch nicht immer dabei sein oder der Tommy oder der Kevin oder ich. Deswegen wird das einfach so ein Let's Play, wo dann wir zwar zu viert machen, aber es wird immer ein anderer mit dabei sein. Rotationsprinzip. Ja, richtig. Quasi. Bringt ja
Rotation. So, wo ist meine Ziel hier? Hey, ist das ein zweites Kasten für die Zeitung mit den großen vier Buchstaben? Was? Ja, die, dass ihr das hier so, ja gut, bei uns auf der Arbeit gibt's auch diese Zeitungskästen, die sehen genauso aus, wie die Buchstaben. Doch, das ist tatsächlich Zeitungskasten. Ja. Wie bei den, Zeitungen mit den vier großen Buchstaben. Ihr drin. Seht, was ich anmarkiert habe, oder? Ja. Ja. Okay. Da ich, Admin von dieser Dingens bin, Gruppenleiter in der Hinsicht, und ich markiere irgendwo ein Ziel, wird das den anderen gleich mit auf der Karte gezeigt. Die können zwar auch Ziele markieren, wird aber bloß auf der Karte kurz als angedeutet, dass einer was markiert hat. Da könnt ihr nochmal Munition auffüllen, Jungs. Das Gute ist zum Beispiel, es gibt auch diese Fähigkeit, die Karte aufdecken. Macht das einer von uns, dann sehen wir alle was. Ja, in den Safehäusern hat's, ach, das habe ich, nee, noch in dem Safehaus jetzt noch nicht. In den anderen Safehäusern und in der Hauptbasis gibt's so Karten von dem Umfeld. Und wenn das einer aufdeckt, wird's von ganzen Team aufgedeckt. Und das, zum Beispiel, wenn ihr Leute seht und mal kurz mit der Waffe draufhaltet, ihr seht einen grünen Bereich, das heißt, das sind Freunde. Das heißt, da nicht drauf ziehen. Also, oder beziehungsweise, das sind Zivilisten. Rot sind Feinde. Die können einem aber auch helfen, gelegentlich. Ja, genau. Oder halt, man kann denen helfen. Indem man dem quasi Nahrung gibt oder irgendwie sowas. Richtig, Medizin, Nahrung, also. Genau, das genau. Steht einem alles offen. Ob man eher die Arschlochrolle spielen will oder einem helfen will. Ja. Genau. Wobei wir eigentlich ja die Helfer sind und nicht... Das ist ja quasi auch so ähnlich wie am Anfang von wie heißt es? Kenne ich nicht. Nee, Spiel. Ich komme gerade nicht auf den Namen drauf. Ah, okay. Das Typ, wo der den Typen, der spielt, der quasi ähnlich wie in Quang mit dem Strom schießen kann. Infamous. Danke, da kannst du nämlich auch aussuchen, ob du, wenn du quasi am Anfang oder beim ersten Teil zumindest, wenn du die Nahrung gibst, ob du auf die Typen schießt oder sagst du, wie der Zielberuf ist. Bei Infamous ist es wieder was anderes, weil da kannst du komplett auf die böse Seite wechseln oder auf die gute Seite. Ja. Warte mal, da ist noch einer. Hier bist du trotzdem ein neues Valo, auch wenn du Leute tötest. So, jetzt auch dauern und da bist du doch irgendwo einer stehen. Einer und wir sind noch drei. Oh, wenn drei. Oh, schlechte Idee. Oh, oh. Sehr schön. So. Den Kram mal nehmen. Übrigens, bei der Handfeuerwaffe hat man unendlich Munition. Die anderen Waffen sind übrigens sind begrenzt. Schrecklich. Ich muss so schnell wie möglich hier weg. Ach ja, genau. Da. Überrichtig, übrigens, keine Angst haben, wenn bei mir dran steht, Kiste plündern komplett, dann bleibt den anderen dennoch was übrig. Das heißt nicht, dass ich hier alles selber mitnehme. Jeder hat seinen eigenen Kram. Wir sind übrigens auch schon Level 2. Genau. So, und dann werde ich dann kurz das nächste Ziel markieren. Mhm. Neben mir Einsatz. Das ist der hier. Mit 33 Meter mal jetzt. Das ist schön, man kann sich eigentlich fast nicht verlaufen, wenn man meistens eine obene Linie angezeigt hat. Micha, was machst du? Da wieder runter. Nee, über hier, über den LKW hier oben. Ach so, ja, ich bin unten. Aber ich bin das letzte Mal auch da. Ja, ich glaube, mit dem, wo ich das letzte Mal hier gespielt habe, bin ich auch unten lang mit dem anderen. Allerdings gibt's hier auch wieder Zeug. Echt? Oh, hier ist nochmal eine Kiste. Verdammt. Ja. Nee, das sah nämlich gerade so aus, als würdest du im Stand über den Eis, übers Eis gehen, also so einen Moonwalk machen quasi. Deswegen meine ich gerade mich, ja, was machst du da? Übrigens auch ganz lustig anzusehen, ihr seht die Namen von den anderen dreien unten bei mir. Und somit kann man sehen, wer beschossen wird, wer gerade ein bisschen in Danger ist und Der Gesundheitszustand der Mitspieler. So. Ach, da hinten seid ihr? Okay, ich wollte schon gerade ein bisschen vorrennen, aber ist okay. Sind alle da? Warte mal, eins, zwei, Levin? Wir sind alle vier. Ich weiß die Hilfe zu schätzen. Da ist unten. Ah, ist der nicht. Gewohnheit. Oben auf dem LKW, den habe ich. Auch.
kenne das von diversen Spielen, dass ich da mit Kreisentdeckung gehe. Deswegen drücke ich immer automatisch auf Kreis und springt der rüber. Das passiert mir aber gelegentlich auch. Hui. Ja, gut, dass ich nicht der Einzige bin. Hui. Habt ihr da noch was? Können wir trotzdem gucken. Von vorne Angriff, wo wir rein sind. Wo? Ah, da hinten, ja. Ich sehe noch nichts. Ach, da. Du kannst auch, wenn du an der Deckung ziehst, da hinguckst, such mal das X. Und einfach draufbleiben, halten und die Deckung wechseln. Achso, jetzt werde ich übrigens euch kurz meine Medical-Dinge zeigen. Und zwar kann ich die aktivieren. Und es wird ein kleines Umfeld von Umriss gezeigt, damit alle sehen, wo die Gegner sich verstecken. Und was die teilweise auch für Sachen dabei haben. Aber ich, das habt ihr doch eben, haben wir das schon gesehen. Der Typ, die hat Granaten angezeigt bekommen. Der hat zum Beispiel Granaten und so dabei. Boah, die Knarre taucht ja gar nichts. Ne, auf der Distanz zeigt die gar nichts. Ich guck gerade, ob ich im Inventar noch irgendwas Vernünftiges habe. Sieht aber so gut. Ah, Moment, ist doch. Kann ich nicht anlegen. Kann ich die nicht anlegen? Oh, ich hänge fest. Übrigens wollte ich ja vorhin noch auf den Trailer eingehen, den wir ganz am Anfang gesehen haben. Mit dem Black Friday und der Geldübergabe. Ah, fuck. Also, es ist schon echt cool gemacht. Hilfe, hilf mir! Es gibt auch eine komplette Dokumentation, ne? Wo die zu dem Spiel gemacht werden, ja. Also da muss man Ubisoft schon lassen, das können sie. Also dieses auch bei Rainbow Six oder sowas, das war auch einiges, wo die achten schon sehr auf das Originaldetail. Na, das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dass du die Gegner auch durch die Scheibe oder so beschießen kannst. Ja, das ist auch keine Selbstverständlichkeit in einem Videospiel. Meistens ist da irgendwie so eine unsichtbare Wand oder irgendwas drin. Aber hier ist das echt gut. Wenn die sich hinter Autos verstecken, die kurz wegzurotzen durch die Scheibe. Oder auf die Füße zu schießen, wenn sie hinter irgendeiner komischen Balustrade sitzen. Ja, oder wenn sie von beiden Seiten angegriffen werden, dass sie dann in Warte mal schön. Ja, zusammengehen. Wie heißt es, wenn einer beschossen wird, so von mehreren Seiten? Ja, halt. Festgenagelt oder sowas. Ja. Nee. Festgesetzt. Oder festgesetzt. Ja. Ja, es ist auf jeden Fall, das Spiel hier ist ein reines Taktikspiel. Also hier ist wirklich viel Absprache und. Ja. Also das ist sehr wichtig. Ja, sehr wichtig. Und da kann man auch teilweise wirklich mal, wenn man sagt, komm, wir spielen mit 4 Spielern, mit so einem Gegner, die sind jetzt irgendwie Level 3 oder 4, dass man die trotzdem schon noch ausrotten können. Wir haben natürlich jetzt hier die Story, da ist es jetzt so einigermaßen okay, aber wir werden natürlich auch in die Dark Zone gehen, wie ihr in der Beta gesehen habt. Und genau, die Dark Zone ist komplettes Abspracheverfahren. Das ist extrem wichtig, weil hier sind die nicht gescriptet in der Dings, weil das alles menschliche Spieler sind. Das kann also theoretisch passieren, dass sie hier anders bewegen, als wir uns gewohnt. Ja. Klar, aber viele sind halt wirklich menschliche Spieler. Aber das werden wir euch dann bei Gelegenheit zeigen. Richtig. Wo sind die Pfeile, wo zum Safehouse führen? Na genau, wir sind hier schon wieder am Safehouse, Tommy und ich. Wo seid ihr? Da seid ihr. Wir sind alle hinter euch, genau. Oder? Ist das ein Safehouse? Nee. Das Safehouse ist hier, der Eingang ist hier. Wo? Hier, wo ich stehe. Ach so, das ist das, wo wir schon drin waren. Genau. Aber wir müssen sowieso nichts machen. Ach so, ja, wir müssen ja oder nein. Ja, das ist ja das Ziel. Officer Hazen im Safehouse Fortschrittsbericht erstatten. Genau. Boah. So, hey, und jetzt kommt wieder ein Video, oder? Nee. Jemand hat abgeschlossen. Level 3. Aktivität! Hi. Warte, Tommy, so. Levin, mach mal weiter. Ich klatsch. Respekt vor Brooklyn. Das hast du super gemacht, Levin. Komm, hopp. Okay, hopp, Jungs. Hopp. Weiter geht's. Muni sammeln, 2 Granaten, sehr schön. Ja. Und gar nicht lang aufhalten, gleich weitermachen. Genau. Zack, rüber über Sofa, alles nur Training. So ist es. So, wie ihr seht, es endet.